Place de la Bastille im Osten von Paris. In der Mitte des Platzes steht eine stolze Säule auf einem Rondell. Drumherum ist viel Raum für Menschen und Verkehr. Seit über 100 Jahren beginnen oder enden hier viele linke Demonstrationen. Jedes Kind weiß, wofür der Name Bastille steht. An dieser Stelle haben die Pariser Geschichte geschrieben. Denn hier stand sie ja mal, die Bastille, Festung und Gefängnis. Hohe, dicke Mauern, 8 mächtige, 24 Meter hohe Türme, ein 25 Meter breiter Wassergraben und Ziehbrücken. König Charles V., also Karl V., ordnete 1367 den Bau der Festung an, um die damalige Stadtmauer zu verstärken, zum Schutz gegen feindliche Übergriffe, vor allem aber auch gegen das aufrührerische Volk aus den Vororten, die Arbeiter und Handwerker aus dem Faubourg Saint-Antoine. Die Festung war im Laufe der Jahre auch Depot für die königlichen Waffen und Munition und wurde dann im 17. Jahrhundert zum Staatsgefängnis. Der Philosoph Voltaire war dort 2-mal eingesperrt und der berühmte Marquis de Sade nutzte die Ruhe seiner Zelle zum Schreiben. Und das 5,5 Jahre lang. Ihren wahren Ruhm erlangte die Bastille dann im Jahr der großen französischen Revolution, 1789. Am 14. Juli stieg der Journalist Camille Desmoulins in einem Café auf den Tisch und rief: Bürger, zu den Waffen, zur Bastille! Dort waren nicht nur Leute eingesperrt, sondern, wie gesagt, vor allem auch Waffen und Munition. Ein paar besonders Mutige kletterten über die Mauern und ließen die Zugbrücken der Bastille herab. Mit dem Sturm auf die Bastille begann die Französische Revolution. Die Revolutionäre wollten das verhasste Symbol des Despotismus gleich zerstören, aber das war schwierig. Deshalb beauftragte man einen privaten Unternehmer, der verkaufte die Steine als Souvenir. Ein Jahr nach dem Sturm auf die Bastille fand inmitten der Ruinen auch der erste Ball des 14. Juli statt, Datum des späteren Nationalfeiertages der Franzosen. Mit dem Tanzen war es leider bald vorbei, es begann der Terror. Den Rest kennen Sie. Einige Jahre später wollte Kaiser Napoleon an diesem geschichtsträchtigen Ort im Pariser Osten ein gewaltiges Denkmal errichten, als Pendant zum Arc de Triomphe im Westen. Eine gewaltige Platzanlage mit einem Riesenelefanten und einem Brunnen. Bekanntlich kam es dann ganz anders und Napoleon wurde auf die Insel St. Helena verbannt. Das Wasserbecken und der Sockel waren auf dem Platz schon angelegt. Darin vergammelte dann jahrelang ein 50 Meter hohes Gipsmodell des Elefanten. Victor Hugo erwähnt es in dem Roman Les Misérables. Das Straßenkind Gavroche findet darin nachts Zuflucht. 1833 wurde in der Mitte des Platzes dann die Julisäule errichtet. Allerdings erinnert diese nicht etwa, wie die meisten glauben, an die historischen Tage von 1789, sondern an die Opfer der Revolution vom Juli 1830. Damals wurde innerhalb von 3 Tagen der reaktionäre König Charles X gestürzt. Von der ursprünglichen Festung ist heute nicht mehr viel übrig. Ein paar Pflastersteine, die den Verlauf der Festung nachzeichnen, und Mauerreste auf dem Bahnsteig der Metrolinie Nummer 5. Doch der revolutionäre Geist ist manchmal noch spürbar auf der Place de la Bastille.